Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake hier auf meinem Kanal. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir einige Rätsel gelöst haben und sind an diesem Rätsel hier stehen geblieben, wo wir diese Bücher in der richtigen Reihenfolge legen mussten, um die Symbole herauszufinden. Und ja, wie gesagt, ich habe da extra jetzt nachgeguckt, wie das Rätsel gelöst wird. Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der da ein bisschen hängen geblieben ist. Und das ist auf der Karte markiert, das zeige ich euch gleich. Aber wie man dann auf die richtigen Symbole hier kommt, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt soweit alle richtig eingegeben. Ich muss jetzt nur noch das letzte aktivieren und das Safe ist offen. Ob das stimmt? Das schauen wir jetzt mal. Genau. Wir kriegen den Schlüssel fürs Dach. Und das Rätsels Lösung auf der Karte sind unten rechts die Zahlen. Die hier, die 29571. Die sind die richtigen Zahlen, um diesen Code hier zu lösen. Wie man darauf allerdings kommen soll, ich habe keine Ahnung. Was mir jetzt die Zahl sagen soll, die 92, welches Symbol das hier bedeutet, ich wäre da niemals drauf gekommen. Aber wir leben ja Gott sei Dank im Zeitalter des Internets, wo andere Leute schlauer sind als man selber, ne? Finde ich gut. Und so können wir jetzt natürlich weitermachen. Und genau in dem Punkt machen wir jetzt weiter. Also, let's go. Wir haben einen Brief gefunden. Die Bilder wurden unscharf, verschmolzen miteinander. Ich konnte sie nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht kannst du es. Das bringt dich ans Ziel, aber wahrscheinlich nicht so, wie du willst. Der Weg könnte etwas unangenehm und sicher auch schmerzhaft werden. Das ist er immer. Okay. Also haben wir jetzt den Schlüssel fürs Dach. Aber da wir keine Karte vom Dach haben, denke ich mal, wird da oben nicht viel sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit dem Krankenhaus jetzt durch sind. Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht nochmal auf den Pyramid Head treffen. Auf jeden Fall sind die Leichen nicht mehr da. Oje. Munition haben wir noch. Okay, ich nehme es zurück, die Leichen sind noch da. Dieser Sound, Junge. Das ist schon heftig. Dann gehen wir mal hoch. Die nächste Treppe, die war links. So, hier können wir noch nicht rein. Oder wir kommen durchs Dach auf die rechte Seite. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal nach. Rooftop. Und es regnet natürlich. Und es ist natürlich wieder scheiße dunkel. Die Munition nehmen wir natürlich mit. Warum immer hier Munition liegt. Ah, Tatsache, wir kommen jetzt auf die rechte Seite runter. Was haben wir hier? 9. Mai, Regen, den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt, friedlich hier, nichts zu tun, darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai, regnet immer noch, hab kurz mit dem Arzt gesprochen. Hätten Sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin, schwach, nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen, die Medikamente machen mich krank. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich dann überhaupt? 12. Mai, wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger machen. Jetzt geht's wieder. Kann es wirklich Sünde sein, wegzurennen statt zu kämpfen? Manche sagen das aber, sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai, der Arzt war heute hier. Er sagt, dass ich bald entlassen werde, dass ich nach Hause gehen darf. Ich sollte froh darüber sein, aber ich habe auch Angst, so große Angst. Ich spüre das Bild, irgendwas passiert. Ich spüre das B Bild, bis außer Bild, bald irgendwas passiert. Wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser, aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, umzukehren. Okay. Und jetzt? Oh, hier ist noch eine Tür. Wow. Hä?
Fahrstuhl oder nicht? Mother, hab ich mich erschrocken. Ey. Aber war klar, dass der nochmal auftaucht. Boah, das war mies. Wollen wir uns in der Nähe bei Laura? Müssen wir nur finden. Aber wir hören sie. Boah, war das mies jetzt, ey. Hä? What? Leute. Ich glaube, ich habe gerade das Spiel geglitscht. Ich bin wieder auf der anderen Seite. Wow. Ernsthaft? Ich habe mich durch die Tür geglitscht und bin wieder auf der anderen Seite und komme nicht mehr aufs Dach. Euer Ernst? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Wow. Ich habe mich jetzt wirklich auf die andere Seite geklitscht. Wow. Ich hoffe, das ist der richtige Speicherstand. Ja, also kleiner Tipp, nicht bei dem Fenster X drücken, weil dann kommt ihr wieder zurück und das wollt ihr nicht. Okay. Also macht das nicht. Munition. Boah, 7 Stück gleich. Was geht denn jetzt? Warum so viel? Dürfen wir dann wohl doch nochmal gegen den Pyramid Head kämpfen? Das ist mir ein bisschen zu viel Munition und zu viel Heilung. Wo sind wir jetzt? Oh, wir können... Wow. Wenn ihr die Tür aufgemacht habt, dann könnt ihr das nochmal machen mit dem Glitch. Vorher solltet ihr das nicht machen. Hammerhart. Ah. Gummizelle. Die ist so. Wieder so ein Ereignis. Keine Ahnung. Habt ihr die Vermutung, dass es was mit dem Original zu tun hat? Huh. Oder so. How do you know about Mary?
I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. This is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Hey. Ha ha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you brat! In your dreams, bark face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura! Was zum... Okay. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Was soll man hier machen? Der mich erwischt hat. Aber wann hast du kein Dach mehr? Komischer Kampf. Ugh!
Das war unser, naja, ich nenne ihn mal zweiten richtigen Bosskampf, weil der erste war der Pyramid Head. Boah, einer. Die Fleischlippe. James. Das sieht wieder nach der Alternativwelt aus. Ah, der hat uns gut Kugeln gekostet. Hat aber gut ausgehalten, der Junge. Okay. Wo sind wir hier? Oh, wir haben eine Karte. What? Das Krankenhaus jetzt noch einmal in der Alternativwelt oder was? Euer Ernst? Boah. Ist ja übel. Patient 3141. Kennzeichen 298.9. Zimmer. Symptome. Hyperfokus. Derzeitige Diagnose. Gute Heilungschance. Empfehlung. Schrecken Sie vor nichts zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, ist richtig. Das ist wirklich das Krankenhaus jetzt nochmal in der Alternativwelt. Ist ja pfui. Draußen regnet's. Ah, geil. Da haben wir ja Bock drauf. Zweite Etage, dritte Etage und der Keller auch nochmal. Yeah. Ob man jetzt überall nochmal hingehen kann? Wir werden sehen. Okay. Links oder geradeaus? Rechts oder geradeaus? Na, geradeaus wird nicht gehen. Ah. Also rechts. Na, scheinbar kommen wir auch gar nicht überall hin. Interessant. Jetzt natürlich zu. Als ob der geht.
fehlt ein Knopf. Geht, geht, geht. Jetzt haben sie Messer. Den habe ich gehört. Da müssen wir durchkriegen. Aber bei dem Bosskampf eben habe ich gedacht, Kugeln würden gar nichts ausmachen. Aber scheinbar doch. Überhaupt keinen Plan, wo ich hier hin muss. Stimmt, da war noch irgendwas mit Ketten. Gehen wir erstmal zu den Ketten. Was ist das hier? Zwei Rätsel. Drei Rätsel. Hab ich keinen Code, hier habe ich keinen Schlüssel und hier habe ich keinen Code. Okay. Interessant. Komme ich hier nach links? Erste Mal ja. Man hätte überall Gegner, ey. Wow. Hallo. Diese Geräusche, ey. Boah. Ja.
Also in der Alternative ist das Krankenhaus bedeutend vorsteinflößender. Okay. Büro des Direktors. Lass mich raten, ich brauche einen Schlüssel. Was brauche ich eigentlich diesen Wagenheber, ey? Den du hinter der Tankstelle gefunden hast. Da muss ich unbedingt dann nochmal gucken, für was ich den brauche. Falls ich da nochmal hinkommen sollte. Alles Lappen. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Noch mehr Medizin. Warum ist hier was zum Verschieben? Hä, was bringst du mir? Wait. Ach so, und da oben. Ah, okay. Ich verstehe. Passt das überhaupt durch? Gerade so. Okay. Noch einer. Oder zwei sogar. Zettel. Er ist wieder hier, schaut mich an, starrt. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Ich will nicht. Ich lasse nicht zu, dass er mich mitnimmt. Schlüssel. Zum Büro des Direktors. No one knows, keiner weiß es. Ja, ich glaube, die rechte Seite haben wir jetzt schon abgeschlossen. Das ging jetzt aber schnell. Ja, dann gehen wir jetzt mal zum Büro.
Brauchen wir eine Leiter hier. Soll das eine 3 sein? Bald ist der Schmerz vorbei. Aber wir könnten jetzt hier hoch. Aber ging doch noch auf der anderen Seite weiter, oder? Da gucke ich erst nochmal nach. Bevor ich hier jetzt weitergehe. Weil wir wollen ja nichts verpassen. Würde ich mal sagen, oder? Ja, wir sind hier gewesen, jetzt sind wir hier lang. Haben hier alles gekillt. Genau, da war hier das Treppenhaus. Da konnten wir ja auch lang. Gehen wir mal runter? Nein, runter gehen wir nicht. Wir gehen hoch. Okay. Wir haben auf jeden Fall zwei Wege, die wir gehen können. Oh, wie wir tanzten, die Arme in die Luft, die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd durchdringend. Und dann blieb nur noch Stille. Okay. Ach hier. Was zum... Okay. Kann man machen. Das Spiel hat gespeichert, warum? Gewaltinstrument. Hä? Irgendwas muss ins Auge. Wahrscheinlich ein Auge. Ach, da können wir eine Kette lösen. Ach so. Verstehe. Ja, geh weg. Oh, viele hier auf einmal gewesen. Wo ist die dritte? Ja. War ja nicht. Ah, du Lappen. War ja nicht noch eine Dame? Machen die echt gerne. Aber hier haben wir doch jetzt alles, oder? D3 als der Raum. Aber hier ist ja nichts.
Das ist jetzt die Treppe zum Direktor runter, oder was? Ist das jetzt euer Ernst? Na? Geht nicht zum Direktor. Das ist in der Küche. Mein Gott, wer hätte gedacht, dass mir das Krankenhaus nochmal... Au. In der Alternativwelt betrachtet. Ich hätte damit nicht gerechnet. Wir folgen mal der Kette. Oder auch nicht. Was ist das für ein Geräusch, ey? Ah ja, komm, dein Ernst? Seh dich. Das ist hier alles verwirrend, ey, mit diesen ganzen Gängen. Ah, okay. Schlüssel der Glückseligkeit. Boah, da ging's doch jetzt ja nicht, oder? Warte mal hier oben lang. Oh doch. Ja, oder auch nicht. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Toilettengang stören. Wie sie gerade nochmal aufstehen wollte, habt ihr das gesehen? Let it go. Okay, die Kackkugel. Ah, nicht schlecht. Jetzt haben wir aber hier alles, oder? Zumindest so weit, wie es geht. Ja. Das heißt, ich muss jetzt wieder hoch. Und den Schlüssel der Glückseligkeit benutzen wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus.
Lapis Auge. Das wird für die Mitte des Tresors sein. Gehe ich mal von aus. Ah, was hast du geguckt? Achso. Okay. So, runter ging ja nicht. Das heißt, wir könnten. Warum wird eigentlich Speichersymbol hier nicht angezeigt? Weil ich noch nicht dran war oder was? Jetzt. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch das erste Schloss auf. Genau, und die anderen zwei Codes müssen wir finden. Das heißt, einmal müssen wir noch nach da gehen und das andere ist dann oben. Das machen wir dann als nächstes. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge von Silent Hill 2, dem Remake. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sehen uns.